Nicht, dass ihr glaubt, ich gehe bei den Kampfszenen so richtig schön dicht ran. Ich bin da nicht lebensmüde, meine Kamera übrigens auch nicht. Sondern ich habe die Kamera an einem langen Stabe. Ich klappe das jetzt mal um. So, und mache das wieder fest. Wenn ich die richtige Richtung drehen würde, wäre das noch fester. So, und ne, ich kann jetzt so nah an die Leute ran, indem ich einfach am Stiel die Kamera ins Gesicht drücke. Umgekehrt sieht das nämlich dann so aus. Und in Wirklichkeit bin ich noch ganz hier hinten. Du bist eine Sau! Nach 10 Stunden ist die Recke bereit für die Schlacht. Und die Schlacht ist davongelaufen. Einsam betritt ihr das Schlachtfeld. Nur noch ein einziger Wikinger ist verblieben. Der Gegner ist an Altersschwäche gestorben. Die restlichen sind verrostet. So? Nee, unfähig. Immer Hilfe. Filmst du eigentlich ausgerechnet mich? Du bist gerade in Reichweite. Die auch? Ja, aber du siehst gerade unglücklich aus dabei. Also sagen wir so, Beschädigung der Ausrüstung bleibt bei dem Kontakt, den wir machen, einfach nicht aus. Deswegen fummel ich gerade in diesem beschissenen Helm rum, damit jetzt wieder sicher ist. Das kann jetzt noch an 5 Minuten dauern. Wir machen ein bisschen Werbung. Sehen wir nun auf 2. Einmal die Lila.
Alles noch in Ordnung, ja. Sir Erich? Alles noch gut? Alles gut. Dann kämpft weiter so wacker. Macht eure Herren stolz. Jubel! Ah! Ah, voll heftig! Ja, alles klar? Alles gut. Okay. Euer Applaus, Erich! Das ist meine Vorlage für den Bravo! Das ist Vollkontakt! Uga, Uga! Aber ohne Schild! Die eine und halt eben mal die andere Seite. Wo liegt da jemand? Aber sein Bauch zu Hause. Aber sein Bauchnabel steht vor. Ja. Stimmt. Das ist Harakiri von der falschen Seite. Ja, das war ja auch klar. Aber hast du für den Ball? Ja. Sahara Kiti geht andersrum. Mit der Spitze macht man das. Ach, Scheiße, hast du auch wieder recht. Aber am nächsten Mal, Ja. Du musst ihn gerade liegen. Ich kann nicht mehr. Es ist überhaupt nicht anstrengend. Ich spiele das Ganze nur, weil damit alle glauben, das ist fürchterlich anstrengend. Hat man jemanden, war das gar nicht im Mittelalter überhaupt. Hat man jemanden einmal glühende Kohlen für Erik? Ich glaube, Wasser hilft nicht mehr. Eine Runde kommt noch, oder? Was? Eine Runde kommt noch, oder? So, für die Kamera, unbedingt. Für die Kamera. Könnt ihr das von eben nochmal nachspielen? Ja, klar. Genau in der gleichen Konstellation. Oh, nee. Ich will da passen. Ich kann nicht mehr. Man möchte seine Grenzen immer wieder erweitern, also die komplett zu überschreiten und dann mit dem Kreislaufkollaps auf dem Boden zu landen, ist auch keine gute Idee. Warum nicht? Also ich finde das witzig. Die sind ja auch Zuschauer. Ja, klar. Wie gesagt, ich spiele das Ganze gerade nur. Das ist überhaupt nicht echt. Weißt du, dass das richtig scheiße aussieht, wenn so eine Glatze richtig glänzt und glitzert? Wer wüsste das besser als ich? Ey, vorher. Das ist so für den Film. In Wirklichkeit sind das top trainierte Stunt-Leute, ja, die das dreimal täglich machen. Und zwar jeweils 6 Stunden. Ununterbrochen, ja. Und wenn man genau hinguckt, da lugt Plastik durch. Das sind schon nicht blöd, die überleben das auch ganz gerne. Da sind auch so Taekwondo-Rüstungen und sowas dazwischen. Die kommen, das ist jetzt eben, aber fies und gemein. Ja, aber ihr kommt ja auch gerne mal lebendigen Fußes aus der Nummer wieder raus. Guck mal, die balgen sich, die zwei. Drück die Rüstung ein. Ach, nö, ich will aber nicht. Jetzt habe ich dir den Sieg geschenkt und willst immer noch weitermachen. Er ist kacke, er gewinnt. Er. Guck mal, diese faulen Säcke, die tun einfach nichts. Die liegen den ganzen Tag rum. Jetzt habe ich keinen Bock mehr und lass ihn gewinnen und der will immer noch weitermachen.
Er ist eben noch jung und braucht das Geld. Nee, du nicht. Ja, ja, doch, jetzt, nicht. Jetzt erst recht. Jetzt wollen wir Ragnar als Helm. Helm. Mit Blut auf Haus. Haus. Nein, 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 nein. Ich hab's gemacht. Ich hab die offene Hand hätte ich genommen. Er hat ja schon. Aber ich hab Kopfschmerzen. Und auch Berit. Kommt aus dem Helm nicht mehr raus. Das ist das, was dieser freundliche Henker empfiehlt. Wir empfehlen Ragnar.